darstellen, wie es in Wirklichkeit gelaufen ist. Ach, muss das sein? Ich fürchte ja. Ich bin jetzt die EU, okay. Brüssel, ja. Jahr 2005. Okay. Und der Emissionshandel beginnt. Ja. Ich gebe also zum ersten Mal Verschmutzungsrechte aus. Ja. Ja. Können Sie sich zufällig daran erinnern, für wie viele Tonnen? Okay. Ja. Ich glaube, über ein außergewöhnlich gutes Gehör zu verfügen, aber ich habe Sie nicht verstanden. 2,15 Milliarden Tonnen. Richtig. Das ist mehr, als alle europäischen Anlagen in einem Jahr verbrauchen würden. Diese Zertifikate müssen sehr teuer für Sie gewesen sein. Ich bin wirklich ganz Ohr. Die waren für lau, die hat man uns geschenkt. Richtig. War nicht die ursprüngliche Idee, dass CO2 etwas kostet? Ja, John, aber dann hätte ja am Anfang niemand mitgemacht. Sehen Sie, und außerdem, als wir angefangen haben, mit den Zertifikaten zu handeln, da sind ja dann auch tatsächlich Kosten entstanden. Nur nicht Ihnen. Den Preis für die Zertifikate haben Sie ja auf die Stromkunden abgewälzt. Den Preis für geschenkte Zertifikate. Im Moment, auf den Zertifikaten stand ja ein hoher Wert drauf. Genau, und diesen höheren Wert, den Sie niemals bezahlt haben, den haben Sie dann auf die Kunden umgelegt. Auf die Kunden umgelegt und sich so allein in Deutschland einen zusätzlichen Gewinn von 30 Milliarden Euro verschafft. Können Sie nicht langsam mal anfangen zu nuscheln? Hören Sie, es ist doch kein Verbrechen, mit Umweltschutz ein bisschen Gewinn zu machen. Nun ist es ja so, dass die emittierenden Anlagen vom Beginn des Emissionshandels deutlich mehr CO2 ausgestoßen haben als je zuvor. Ja, natürlich, wenn man uns mit diesen Zertifikaten bewirft, dann geht irgendwann der Anreiz, CO2 einzusparen, gegen null. Ja, aber wir sind ja dabei, nicht aus diesem Markt Zertifikate jetzt zu entziehen, damit der CO2-Ausstoß sinkt. Ja, aber nur bis zum Jahr 2030. Bis dahin findet praktisch kein Klimaschutz statt. Ja, im Prinzip nicht hier, aber woanders. Sehen Sie, wenn Sie zum Beispiel beweisen können, oder nachweisen können, dass Sie Geld ausgeben für jemand anders, der am anderen Ende des Planeten Dreck einspart, dann kriegen Sie eine Gutschrift, eine Art Bonusdreck. Interessant. Sollte also jemand in der Ukraine sich dazu entschließen, seine klimaschädliche Kühlmittelproduktion herunterzufahren, die er vorher extra deswegen heraufgefahren hat, dann bekommt er, wird ein Zertifikat frei und das bekommen dann Sie, um in Europa die Luft mehr zu verpesten. Ja. Und wenn in Honduras ein Wald angelegt wird und örtliche Bauern vertrieben werden, dann bekommen Sie auch ein CO2-Zertifikat, nicht wahr? Ja. Sehen Sie, irgendjemand muss ja mal Opfer bringen für diesen Klimaschutz, nicht? Nun hat sich aber herausgestellt, dass 75% dieser Klimaprojekte für den Klimaschutz völlig wertlos sind.